New York kann laut und leise sein. Dreckig und strahlend. Welche Straßen und vor allem welche Menschen machen die Megacity einzigartig? Die Billionaires Row, Prachtmeile mit den teuersten Luxuswohnungen der Stadt. Die 187. Straße, wo Ex-Straftäter die Kids vor dem Knast bewahren wollen. Die Hafenstraße von Staten Island, bekannt für ein Restaurant mit ganz besonderen Chefköchinnen. Und die Manhattan Bridge, wo ein einziger Mann für Millionen Juden in New York das Schabbatfest rettet. Für all das nehmen wir Sie jetzt mit in vier New Yorker Straßen. Los geht's in der teuersten Straße New Yorks, der sogenannten Billionaires Row, die Straße der Milliardäre. Am Central Park im Stadtteil Manhattan reihen sich 8 Wolkenkratzer der absoluten Luxusklasse aneinander. Die Wohnungen hier gehören nicht nur zu den teuersten in New York, sondern der ganzen Welt. Dort oben leben wirklich nur die echten Superreichen. Und sie bringt uns da rein. Die deutsche Maklerin Etty Kahn. Das teure Pflaster ist ihr Arbeitsplatz. Normalerweise kostet ein Burger in New York City 13 bis 15 Dollar. Hier kriegt man den für ca. 30 Dollar. Etty ist vor 23 Jahren nach New York ausgewandert, hat hier einen Nachtclub geleitet. Dank ihrer Kontakte in der Maklerszene wechselt sie den Job. Seit 10 Jahren verkauft sie nun Wohnungen für eine Luxusimmobilienfirma. Ihr Büro im 37. Stock mit dem teuersten Ausblick über die Stadt. Wie kommt man hierhin als Maklerin? Es war sehr harte Arbeit. Also mir wurde nichts geschenkt oder gegeben. Ich habe sehr viel von meinem Privatleben aufgegeben, weil Käufer melden sich mitten in der Nacht. Die haben Ängste, die haben Sorgen, die sind sich nicht mehr sicher. Und man muss einfach dazu fähig sein, wirklich diesen Customer Service 100% zu geben. Sonst kommt man in dieser Branche nirgendwo hin. Eine einzige Wohnung kann in der Billionaires Row bis zu einer Viertelmilliarde Euro kosten. Ein Objekt hier ist sogar für Luxusmakler etwas ganz Besonderes. Aber Etty nimmt uns heute mit in einen der Wolkenkratzer. Sie trifft sich gleich mit einem Kollegen, der gerade sein Billionaires Row-Objekt verkauft. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir heute in so eine Wohnung reinkommen, um uns das anzuschauen. Weil das gar nicht so einfach ist. Es ist wie die exklusivsten Clubs in New York City sich anzugucken. Wir folgen Etty die Straße runter, vorbei an den teuersten Luxusläden der Stadt, bis zum 520 Park Avenue Hochhaus. 230 Meter hoch, 56 Stockwerke, 35 Wohnungen. In der Lobby dürfen wir nicht filmen. Hier gilt absolute Privatsphäre der Bewohner. Mit dem Aufzug geht's direkt in die Wohnung im 17. Stock. Hier treffen wir Ettys Maklerkollegen Gennardi. Er verkauft die Wohnung. 430 Quadratmeter. 4 Schlafzimmer mit Top-Ausblick. 5 Marmorbadezimmer. Ein Arbeitszimmer mit Weinbar. Und eine top ausgestattete Küche. Verkaufspreis schlappe 19,5 Millionen Dollar. Ein Schnäppchen für Billionaires Row. Wer kann sich sowas leisten? Normale Menschen wie du und ich? Nur mit sehr viel mehr Geld. Okay, verstanden. Diskretion gehört zum Geschäft. Nur so viel. Viele dieser normalen Menschen sind Hedgefondsmanager, Tech-CEOs, Ölmogule, anonyme Käufer aus der ganzen Welt. Diese Wohnung steht leer. Viele Billionaires Row Apartments sind meist nur ein Investment. Die Besitzer schlafen oft nur wenige Nächte pro Jahr in ihren 4 Wänden. In einer Stadt mit ständiger Wohnraumknappheit ein Dorn im Auge vieler New Yorker. Trotz Kritik boomt der Markt auf Billionaires Row. Das Makler-Handy steht nicht still. Yes. Ja. Amazing. Großartig. Thank you.
Ein Kunde will eine Immobilie für 40 Millionen Dollar kaufen. Für solche Klienten machen Makler hier fast alles möglich. Die Marmortischplatte zum Beispiel passte nicht in den Aufzug. Deswegen wurde sie auf dem Lift in den 17. Stock hochtransportiert. Dabei geht es hoch oben über Manhattans Straßen um mehr als nur eine schöne Inneneinrichtung. 24 Stunden Concierge Service. Da, wenn du Eiscreme um 3 Uhr morgens haben möchtest, dann ist das überhaupt kein Problem. Oder ein Burger von einem ganz bestimmten Restaurant. Also das ist so ein Service, den kriegt man einfach nur wirklich auf dieser Billionaire's Road. 5% vom Verkaufspreis verdienen die Makler an ihren Objekten. Das kann in der Billionaire's Row also schnell mal in die Millionen gehen. Doch, so wie alles auf der teuersten Straße New Yorks, hat auch Maklerin sein einen Preis. Manchmal muss man Urlaube abbrechen, dass man dann einfach sagt, okay, ich muss nach New York fliegen, ich werde gebraucht, es geht nicht anders. Die Leute haben bestimmte Erwartungen. Die stellen dich ein, weil sie dir vertrauen, dass du mit ihrem Geld so umgehst, als ob es dein Geld wäre. Aber es ist ein Job, der mir Spaß macht. Eddie hat sich in der teuersten Straße New Yorks ihren Traumjob ermöglicht. Viele New Yorker beobachten dieses Leben jedoch aus der Ferne. Vom teuersten Pflaster geht's ins größte Problemviertel der Stadt, die Bronx. Genauer, in die berüchtigte East 187th Street. Gerade die gefährlichste Straße der Stadt. Denn wie so oft gab es hier vor wenigen Stunden eine Schießerei, vermutlich ein Bandenkrieg. Jederzeit kann es hier wieder eskalieren. Trotzdem wagt sich dieser Mann genau dorthin, Jugendarbeiter Corey Cooks. Wir sind an einem der Hotspots der Bronx. Hier wurde vorhin jemand angeschossen. Man kann das Blut noch sehen. Es gibt Gangs, Waffengewalt und darin verwickelt viele Jugendliche. Nach so einer Schießerei spricht Corey mit Gangmitgliedern über die Tat, versucht zu schlichten, zu beruhigen. Seine Mission, die Jugendlichen der Bronx vor der Kriminalität zu schützen. Mit seinem Streetworker-Team der Organisation Bronx Connect zieht er seit 2 Jahren durch sein Viertel. Finanziert wird das Projekt von der Stadt. Schnell wird klar, warum Corey der richtige Mann für den Job ist. Das ist mein Homeboy Jaime, ein Local. Das sind super Leute. Sie machen das Wohnviertel besser. Die Jungs vertrauen Corey und respektieren ihn, auch die Gangmitglieder. Denn der 35-Jährige war vor kurzem noch einer von ihnen. Mit 12 das erste Mal straffällig, schrammt er seine ganze Jugend nur knapp am Knast vorbei. Um ihn herum müssen immer mehr Freunde und Familienmitglieder ins Gefängnis. Mit der Geburt seiner Tochter zieht Corey die Reißleine. Heute ist er Vater von 2 Teenagern und will nicht mehr Teil des Problems, sondern der Lösung sein. Langeweile ist ein Rezept für Desaster. Wenn du beschäftigt bist, hält dich das fern vom Negativen. Deswegen organisiert er für die Jugend 2-mal pro Woche Basketballturniere. Der Sport soll die Jungs auspowern und beschäftigen. Hier einer unserer Superstars. Viele auf dem Platz hatten bereits mit Gangs, der Polizei und Waffen zu tun. Manche haben Narben von Schussverletzungen. Zwischen den Spielen spricht Corey mit den Jungs über ihre Sorgen und Wünsche, gibt ihnen Ratschläge. Aber vor allem hört er einfach zu. Ich wünschte, ich hätte jemanden wie mich gehabt, als ich in deren Alter war. Jemand, der sich kümmert, redet oder einfach nur zuhört. Klar, wir werden nie alle erreichen können. Aber wenn es nur 1, 2 sind und die das weitergeben, ist unsere Arbeit getan. Gerade haben es Corey und sein Team besonders schwer. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Kriminalitätsrate in New York um mehr als 20% gestiegen. Ein möglicher Grund, die Inflation treibt Kosten, Sorgen und damit Gewalt in die Höhe. Auch das Verhältnis der Jugendlichen zur Polizei ist angespannt. Jugendarbeiter wie Corey kommen deshalb näher an die Kids ran, ohne Uniform und Waffen.
Ich bin ein guter Vermittler, weil ich das Leben hier verstehe. Ich war mal Teil des Problems. Ich war auch ein Problemkind. Ich verstehe, was es bedeutet, in Gewalt verwickelt zu sein. Ich weiß, wie ich in solchen Situationen reden muss, wie ich den Konflikt schlichten kann. Angst hat Corey dabei nie. Die Jungs der Straße schätzen ihn, wollen ihn begrüßen, auch mitten in unserem Interview. Das ist die Zukunft. Ich bin deren Vorbild. Ich mache das alles für sie. Es ist Leidenschaft. Ich liebe wirklich, was ich tue. New Yorker Straßen sind tough. Menschen wie Corey haben es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu einem sicheren Ort zu machen, ganz ohne Waffen. Ausgestattet mit Basketball und einem offenen Ohr für alle. Von einem Ort, an dem sich nur wenige Touristen tummeln, geht's weiter in den Süden nach Staten Island. In die Hafenstraße kommen wir mit der Fähre. Bekannt für Essen aus der ganzen Welt, liegt hier hinter dem Hafen ein kulinarischer Schatz. Die Enoteca Maria. Noch bevor man den kleinen Laden wirklich sieht, hört man ihn schon. Sie sind die Stars des Restaurants, die Nonnas of the World. Ganz nach dem Motto, bei Oma schmeckt's am besten, arbeiten hier nämlich keine ausgebildeten Köche, sondern Omas. Mehr als 30 echte Großmütter aus allen Ländern der Welt kochen hier ihre lang gehüteten Familienrezepte. Heute steht die 75-jährige Carmen aus Argentinien in der Küche. Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Wie so oft ist die Enoteca Maria am Abend ausgebucht. Heute gibt's Familienrezepte aus Carmens Kindheit in Buenos Aires. Das ist für die Crepes. Und es gibt Rippchen, mariniert mit halb Honig, halb Senf. Einfach, aber lecker. Unterstützung bekommt Carmen von Maria aus Italien. Mit 88 ist sie die älteste Kochoma und steht fast jeden Tag im Restaurant. Die Idee für den außergewöhnlichen Laden hatte Besitzer Jody Scaravella. Nachdem meine Großeltern und Eltern verstorben waren, habe ich einfach nur versucht, mir das zu erschaffen, was ich verloren hatte. Und so kommen seit der Eröffnung vor 12 Jahren immer mehr Großmütter in Jodys Restaurant. New York ist voller Menschen von überall her. Leute kommen hierher für ein Dinner und haben ihre Mütter und Großmütter dabei. Und die fragen mich, kann meine Mutter vielleicht auch hier kochen? Und ich sage, klar, wir besprechen das Menü und geben ihr eine Kochschicht. Doch es war nicht immer alles so einfach. Am Anfang passierte Jody ein schwerer Fehler. Er teilte gleich mehrere italienische Nonnas für dieselbe Küchenschicht ein. Das wurde hier zum Wettkampf. Wer macht die beste Tomatensauce? Wer die beste Lasagne? Wir hatten hier Szenen. Die Ladies haben geweint. Da haben wir schnell gelernt, dass man nicht zwei Damen aus der gleichen Kultur in die Küche stellen kann. Eine italienische Dame gepaart mit einer Spanierin oder einer Japanerin, das ist okay. Sie konkurrieren nicht. Auch in einer Küche voller Omas geht's heiß her, vor allem wenn das Restaurant am Abend brummt. Da kommt auch die erfahrene Nonna Carmen ins Schwitzen. Schnell, schnell, gib mir das, gib mir das. Die Köchinnen bekommen natürlich auch ein Gehalt. Viele spenden aber ihren Lohn für einen guten Zweck. Die Arbeit gibt den Omas eine Aufgabe, erfüllt sie mit Stolz. Die geheime Zutat? Es gibt kein Geheimnis. Ich koche einfach mit Liebe. Das hier ist keine Arbeit für mich. Es ist eine Leidenschaft. Ich habe keine Gäste. Für mich sind die Gäste hier wie Familie. Ein Besuch in der Enoteca Maria ist wie ein Besuch bei Oma zu Hause. Es gibt Essen, Essen und noch mehr Essen. Durchstöbern alter Fotoalben und natürlich Gesangseinlagen. Die Liebe, die die Großmütter in jedes Gericht stecken, kommt auch bei den Gästen an.
Ich habe extra die Fähre genommen. Das Essen ist köstlich. Es ist wirklich sehr speziell, dass hier Omas kochen. Das erinnert mich auch an meine Oma. Und so fit wie die Nonnas of the World im Restaurant rumwirbeln, werden Oma Carmen und ihre Kolleginnen noch viele Teller servieren. Unsere letzte Straße führt uns wieder nach Manhattan, über die Manhattan Bridge zum Eingang in die Stadt. Die Brücke nutzen täglich Zehntausende Pendler und Lastwagen. Doch hier ist auch der Startpunkt für ein besonderes religiöses Ritual. Es ist 5 Uhr morgens. Eine Gestalt läuft im Halbdunkel hektisch die Straße entlang, Rabbi Toba. Für ihn beginnt hier jeden Freitag seine Mission, den jüdischen Feiertag Schabbat retten. Ich fange sehr früh an. Dann bleibt mir genügend Zeit. Was uns auffällt, der Rabbiner schaut immer wieder nach oben. Ich hab's. Aber wieso? Was ist da? Von hier kannst du sie sehen. Die Leine vor dem roten Gebäude. Eine Schnur, nur schwer zu erkennen. Toba muss prüfen, ob die Leine über den Straßen ohne Unterbrechung gespannt ist, denn das gehört zum jüdischen Feiertag. Am Schabbat haben wir viele Verbote. Zum Beispiel dürfen wir nichts tragen, keinen Kinderwagen schieben, nicht einmal eine Armbanduhr tragen, wenn wir außer Haus sind. Und hier kommt die Schnur über New Yorks Straßen ins Spiel. Sie verwandelt ganz Manhattan quasi in ein Haus. Und so funktioniert's. Der sogenannte Eruv ist ein dünner Faden, der von Laternenmast zu Laternenmast Manhattan einrahmt. Nur wenn dieser Faden durchgehend verläuft, verwandelt sich der eingeschlossene Bereich von einem öffentlichen Raum symbolisch in einen privaten. Und nur dann können jüdisch-orthodoxe Gläubige in diesem Gebiet auch am Schabbat auf der Straße etwas tragen oder bewegen. Weiter geht's mit dem Auto. Rabbi Toba bleiben bis Schabbatbeginn nur noch wenige Stunden, um kaputte Stellen zu finden und auszubessern. Toba ist Profi. Er checkt den Eruv während der Fahrt. Stürme, Bäume und Baustellen sind die größte Bedrohung für die dünne Schnur. Seit mehr als 23 Jahren fährt er jede Woche seine Runde. Noch nie hat er eine Kontrollfahrt verpasst. Es ist unmöglich, diese Arbeit an jemand anderen abzugeben. Du musst wissen, wo und wie du die Schnur checkst. Ich kann das auswendig, weil ich es jede Woche mache. Gerade gibt es niemanden, der das auch so könnte. Einen Eruv gibt es in vielen jüdischen Gemeinden, doch der in Manhattan gehört zu den größten weltweit. Finanziert wird alles durch Spenden. Erst einmal konnte der Eruv nicht rechtzeitig repariert werden. An einem Freitag hatten wir einen heftigen Schneesturm. Die Wartungsfirma konnte die LKWs nicht rausholen. Dann mussten wir in jeder Synagoge Bescheid geben. Und auch heute entdeckt der Rabbiner eine kaputte Stelle. Jetzt muss es schnell gehen. Toba ruft sein Reparaturteam an. Die Jungs kommen mit der Hebebühne. Hi Tony. Guten Morgen, Zach. In schwindelerregender Höhe, mitten über dem New Yorker Berufsverkehr, wechseln sie die Schnur aus. Mission erfüllt. Jetzt schicke ich den Rabbinern in den Synagogen eine SMS. Der Eruf steht. Und sie werden es auf ihren Websites veröffentlichen. Und nächste Woche geht alles von vorne los. Dann ist Rabbi Toba, Herr der Schnur, wieder auf New Yorks Straßen unterwegs. 4 einzigartige Straßen und 4 einzigartige Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und doch machen sie zusammen New York zu einer ganz besonderen Megacity.